Moin Leute, in China ist derzeit ein Hype um eine neue Art von Akkus für E-Autos ausgebrochen. Und diese nennen sich LMFP und sollen zum Beispiel von Tesla am neuen Model 3 oder Y eingesetzt werden. Heute zeige ich euch, was da eigentlich in China passiert, denn da passiert einiges, was den Akku angeht, aber auch, wie sich der Akku technisch von den gängigen Zellen, wie zum Beispiel Nickel-Mangan-Kobaltoxid, also NMC, oder Lithium-Eisenphosphat, meistens LFP genannt, unterscheidet. Es gibt aber auch noch ein paar wissenschaftliche Kritikpunkte an der neuen Zellchemie. Und auch diese möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und hier ein großes Dankeschön an Tom Bötticher, der mich hier auf eine kritische Studie hingewiesen hat, die ich auch sehr, sehr spannend fand. Bevor es weitergeht, noch ganz kurz zum Sponsor des Videos. Und das war Emma Matratzen. Und anstatt euch jetzt einen vom Pferd zu erzählen, ziehen wir uns doch mal die Thermodynamik einer Matratze rein, denn die ist mega wichtig für den Komfort. Warum? Messen wir einfach mal nach, wie schnell die Emma One Matratze abkühlt, wenn ich meine Hand mit ca. 37 Grad für ca. 5 Sekunden draufhalte und nehme als Referenz meine Holzplatte. Warum kühlt die Emma Matratze jetzt hier schneller ab? Das liegt an ziemlich genau zwei Punkten. Das erste ist die volumetrische Wärmekapazität. Und das bedeutet so ganz umgangssprachlich gesagt, wie gut kann so ein Material eigentlich Wärme speichern? Je höher die ist, desto länger braucht dann auch das Material später zum Abkühlen, weil es einfach mehr Wärme speichern kann. Das zweite ist die Wärmeleitfähigkeit, also wie gut kann ein Material die Wärme halt insgesamt leiten? Und je höher die ist, desto schneller kühlt das hier auch ab. Also die Emma One Matratze hat jetzt hier einfach die Eigenschaften relativ niedrige Wärmeleitfähigkeit, aber eine höhere Wärmekapazität. Sie speichert also gut Wärme und leitet diese weniger. Und das ist für Leute, denen zum Beispiel schnell kalt wird und die es einfach gerne kuschelig haben, richtig gut. Bei Federkernmatratzen, zum Beispiel den Emma Elite Matratzen, ist es umgekehrt. Die speichern weniger Wärme und leiten diese dann besser ab. Für Leute, die viel schwitzen, ist das halt richtig gut. So, und Emma bietet hier wirklich alle Systeme an, sogar so eine Art Hybrid, also wo halt beides so miteinander verbunden ist, fand ich auch mega interessant. Am Ende muss man aber natürlich immer sagen, es ist eine Matratze, was sehr, sehr individuell ist und deswegen könnt ihr diese für 100 Tage kostenlos testen. Und Emma bietet sogar Second Life an, also schnelle Rückläufer werden dann aufbereitet und günstig wieder verkauft. Und das finde ich ziemlich gut. Also einfach im Sinne von Ressourcenschonung ist das eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Und ich würde es auf jeden Fall machen. Und ich habe es auch gemacht. Mit dem Code AKKUDOKTOR unten bekommt ihr nochmal 5% Rabatt. On top zu den bestehenden Rabatten, denn aktuell sind da viele um 50% reduziert. So, und okay, jetzt geht's weiter. Ja, LMFP steht für Lithium-Mangan-Eisenphosphat und ist eine, naja, mehr oder weniger Weiterentwicklung des sehr, sehr bekannten LFP- oder Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Den LFP-Akku verwende ich zum Beispiel auch in meiner DIY-Solaranlage, aber die Teile sind auch in vielen Teslas zu finden und das hat natürlich seinen Grund, denn die sind besonders langlebig, günstig und besonders sicher. Und deswegen wäre jetzt eine Weiterentwicklung eines so extrem massentauglichen Akkus verdammt spannend. Das M in LMFP steht im Übrigen für Mangan und die Kathode enthält zusätzlich also noch Mangan und was das für Auswirkungen am Ende hat, dazu kommen wir gleich. Ja, werfen wir erstmal einen Blick rüber nach China, denn die Chinesen sind, was die Akkus angeht, einfach die ungeschlagenen Könige und das seht ihr an dieser Grafik hier der Internationalen Energieagentur und hier seht ihr, welches Land wie viel an E-Auto-Batterien produziert. So, und Platz 1 ist hier einfach China mit 50%, Platz 2 ist schon tatsächlich die EU, was ich auch überraschend fand, mit 23% und Platz 3 12% die USA. Also das heißt, China produziert aktuell mehr als 50% aller E-Auto-Akkus auf der ganzen Welt und ist damit natürlich ganz, ganz klar auf Platz 1 der Akkuproduzenten. Das sind schon krasse Zahlen, finde ich. So, aber welche Akkus bzw. Zellchemien sind denn in China eigentlich so auf dem Vormarsch? Zieht euch mal dieses Bild hier rein. 2021 hat LFP die bisher führenden NMC-Akkus als E-Auto-Akku quasi abgelöst und damit einen Marktanteil von über 60% aktuell. Warum das so ist, erkläre ich euch gleich noch, denn da ziehen wir uns die technischen Details rein und dann wird das auch relativ klar, warum. Und was auch ein total spannender Fakt ist, ist, dass LFP nicht schon die ganze Zeit vorne lag. Liegt vor allem daran, dass die chinesische Regierung ein Programm startete, das nur Akkus mit hoher Energiedichte wie zum Beispiel NMC oder NCA förderte und andere Technologien wie LFP damit tatsächlich ausbremste. Auch die LMFP-Akkus waren halt davon betroffen. Zum Beispiel spannend ist auch, dass der chinesische Autohersteller BYD bereits 2014 LMFP-Zellen anstoßen wollte, das aber nicht gemacht hat, einfach durch diese mangelnde Förderung. Also das heißt, hier hatte der Staat dann tatsächlich ein bisschen Einfluss auch auf die Wirtschaft genommen. Seit dieses Programm der Regierung aber 2023 ausgelaufen ist, gibt es
bezüglich LFP und LMFP jetzt erstmal keine Hindernisse mehr, was jetzt zum Beispiel Förderungen angeht oder sowas. Das heißt, die Firmen sind jetzt hier an der Stelle ein bisschen freier von irgendeinem Lenkungseinfluss des Staates. Also eine Frage, die man sich stellen kann, wo jetzt aktuell zum Beispiel der LMFP-Akku eigentlich bleibt, denn er wurde jetzt schon des Häufigeren angekündigt und das geht jetzt auch schon wieder so seit einem Jahr. Also ihr kennt das mit den Akkus, da wird immer viel angekündigt und man fragt sich immer, wo bleibt denn jetzt der Nächste? Sondern ehrlich gesagt ist es tatsächlich auch noch ein bisschen unklar, denn einerseits scheint laut Medienberichten bei vielen chinesischen Unternehmen der massenhafte Einsatz, zum Beispiel bei Chery oder Huawei, bereits zu beginnen. Auch Tesla kündigte den Einsatz des Akkus bereits an und testet die Eignung auch im Einsatz von Model 3 und von Model Y. Und dabei werden Akkus des Herstellers CATL verwendet, der LMFP unter dem Namen M3P vermarktet. Aber auch andere Akkuhersteller wie beispielsweise Gotion, die Firma arbeitet eng mit VW zusammen, kündigen schon länger die Massenproduktion an, die teilweise noch dieses Jahr starten soll. Das haben sie auch schon letztes Jahr gesagt. In Zukunft soll LMFP dann vor allem in Mittelklasse-Autos zum Einsatz kommen und dort die NMC und LFP-Akkus ersetzen, also aber wirklich nur in diesem Bereich. So, was man jetzt hier auch nicht verschweigen sollte, ist, dass es laut dieser Studie hier aus April 2024 durchaus noch Forschungsbedarf gibt, insbesondere weil der Kapazitätsverlust am Anfang der Nutzung der Zelle, also in den ersten Kilometern sozusagen, gegenüber der LFP-Zelle deutlich stärker ist. Also das heißt, ich habe eigentlich mehr Kapazität, aber dadurch, dass es schneller sinkt am Anfang, kann es halt sein, dass halt dieser Vorteil, den ich eigentlich dort habe, gar nicht mehr so groß ist. In dem Paper werden aber auch Vorschläge gemacht halt, wie man damit umzugehen hat und inwiefern jetzt CATL oder Gotion das bereits umgesetzt haben, das wissen wir leider nicht an der Stelle. Die Studie ist im April 2024 veröffentlicht worden, das heißt, die Forschung dazu ist halt auch einige Monate früher entstanden. So, aber jetzt nochmal zurück zum Technischen. Warum steht dieser Akku denn so stark im Fokus? Was ist so interessant an dem Ding? Wo sind die Vorteile? Und um das zu verstehen, vergleichen wir jetzt mal die drei Akkuarten LMC, LFP und LMFP direkt miteinander. So, hier seht ihr jetzt das sogenannte Spinnendiagramm und damit kann man verschiedene Akkutypen oder Zellchemien ziemlich gut miteinander vergleichen. Je weiter sich ein Wert außen befindet, also je weiter der außen ist, desto höher die Bewertung. Und ich blende jetzt auch mal konkrete Zahlen als Tabelle mit ein, das hilft so ein bisschen. Fangen wir mal mit der gravimetrischen Energiedichte an, also wie viel kann ein Akku an Energie speichern, und zwar pro Kilogramm Akku. Das ist extrem wichtig bei Anwendungen, die besonders empfindlich gegenüber hohem Gewicht sind. Zum Beispiel bei Flugzeugen. Ja, hier möchte man natürlich so eine hohe gravimetrische Energiedichte wie nur möglich haben, weil jedes zusätzliche Kilo einfach richtig übel reinhaut. Daneben gibt es noch die volumetrische Energiedichte, also wie viel Platz bzw. Raum nimmt ein Akku bei gleicher Energiespeichermenge eigentlich ein. Also das eine ist das Gewicht und das andere ist der Raum, den es einnimmt. So kann man sich das eigentlich vorstellen. Bei gleicher Speichermenge. So, und das ist in Anwendungen mit sehr wenig Platz total wichtig. Also zum Beispiel bei Handys und Tablets, da macht das natürlich mega Sinn, weil ich habe da einfach nur sehr, sehr beschränkten Raum, will aber, dass sie lange laufen. Also das ist dann so ein typischer Fall. Aber auch im E-Auto ist je nachdem nur begrenzt Platz und deswegen kann es auch da wichtig sein. Bei dem betrachteten Akku hier verhalten sich die volumetrische und gravimetrische Energiedichte aber ziemlich ähnlich. Deswegen reicht es jetzt, wenn wir uns nur einen der beiden Werte ansehen. Falls ihr euch jetzt aber trotzdem fragt, wo sind die volumetrische und die gravimetrische denn zum Beispiel krass unterschiedlich, damit ihr es einfach versteht, das ist schon interessant, zieht euch das hier mal rein. Zum Beispiel bei Gasen wie Wasserstoff. Hier hat man pro Kilogramm Gewicht eine Energiedichte von sage und schreibe 39.405 Wattstunden pro Kilogramm. Das ist wirklich sau viel und ist quasi fast 100 mal mehr als bei einem NMC-Akku. Aber da es ein Gas ist, braucht es unkomprimiert natürlich für ein Kilo sau viel Raum, also einfach Platz. Und damit ist die volumetrische Energiedichte viel schlechter und die liegt zum Beispiel nur bei 3,3 Wattstunden pro Liter. Also ist jetzt hier um den Faktor 100 kleiner als bei einem NRC-Akku und das also nur mal als Verständnis, damit ihr diese Sachen halt nachvollziehen könnt. Was ist das eine, was das andere? So, im Spinnendiagramm seht ihr jetzt, dass NMC die höchste Energiedichte hat und zwar deutlich höher als bei LFP und LMFP. LMFP liegt zwischen den beiden quasi, also zwischen LFP und NMC und schließt damit so eine Lücke irgendwo. Typischerweise hat LMFP so circa 15-20% mehr Energiedichte als LFP-Akkus. Energiedichte ist aber natürlich nicht alles und ein vielleicht sehr viel wichtigerer Wert sogar für die meisten ist die sogenannte Zyklenfestigkeit, also die Anzahl, wie oft kann ich den Akku laden und entladen, bevor er sein Lebensende erreicht. Und ein Zyklus ist quasi mal einmal laden und einmal entladen, das ist dann ein Zyklus.
So, und jetzt kann man die berechtigte Frage stellen, was ist das Lebensende eigentlich? Witzigerweise nicht dann, wenn der Akku nicht mehr funktioniert, sondern meistens wird das Lebensende mit 80% Restkapazität definiert. Also bedeutet die Zyklenfestigkeit eher, nach wie vielen Zyklen hat der Akku nur noch 80% seiner anfänglichen Kapazität. Man kann ihn in der Regel aber auch noch länger benutzen. So, und hier ist jetzt zu sehen, dass NMC mit nur etwa 1000 bis 2500 Zyklen die niedrigere Zyklenfestigkeit hat. LFP erreicht hingegen bis zu 6000 Zyklen, also mehr als das Doppelte. Und LMFP befindet sich hier wieder zwischen den beiden anderen Akkus. Und jetzt seht ihr hier, dass der LMFP auch hier wieder so im Mittelfeld zwischen den beiden liegt. Was man jetzt hier dazu noch sagen muss, dass ich ja schon anfangs erwähnt habe, dass laut dieser Studie der anfängliche Kapazitätsverlust beim Nutzen höherer Temperaturen und des vollen Spannungsbereichs wesentlich schneller fortschreitet als bei LFP-Zellen. Das heißt also, dass man direkt am Anfang der Nutzung, also in den ersten Kilometern, schneller an Kapazität verliert als bei LFP und so der Vorteil der höheren Energiedichte nur noch begrenzt ist. Okay, bleiben wir also im Spinnendiagramm und schauen uns doch die Punkte Kosten und Sicherheit an. Bezüglich der Kosten ist NMC hier tatsächlich der große Verlierer, da es vor allem wegen den Inhaltsstoffen Nickel und Kobalt sehr, sehr teuer ist im Vergleich. Bei LFP und LMFP ist Lithium das einzig wirklich teure Material. Eisenphosphat und Mangan hingegen sind gut verfügbar und günstig und somit schneiden diese beiden Akkus hier deutlich besser ab als NMC. LMFP ist noch etwas teurer als LFP, es wird aber erwartet, dass sich der Preis in Zukunft auch hier eher angleicht. Beim Thema Sicherheit schneiden LMFP und LFP ungefähr gleich gut ab. Also in dieser Studie zum Beispiel wurden verschiedene Zellchemien im Brandfall getestet und LMFP war jetzt zwar nicht dabei, da die Studie zwar zu alt war, also da gab es es einfach noch nicht, aber für das Sicherheitsverhalten soll extrem ähnlich zu denen von LFP-Zellen sein. So, und ihr seht hier, dass die Temperatur beim thermischen Durchgehen viel niedriger ist. Also das heißt, thermische Durchgehen ist quasi der Worst Case, der passieren kann. Im Volksmund würde man sagen, die Zelle brennt. Ihr seht jetzt hier, dass wenn die brennt, die Temperatur bei LFP-Zellen deutlich niedriger ist als bei zum Beispiel NMC. Und das ist natürlich ganz, ganz wesentlich für das Brandverhalten. Dennoch rate ich auch immer dazu, die LFP-Zellen nicht zu unterschätzen, denn im geladenen Zustand können halt bei dem Ausgasen, also Brennen, das brennt tatsächlich gar nicht so sehr, sondern sieht eher aus wie ein Dampf. Und da können große Mengen an Wasserstoff entstehen und das ist natürlich in einem geschlossenen Raum, wenn dann irgendwie eine schlechte Mischung zustande kommt, je nachdem eine enorme Gefahr. Also jetzt hier bitte auch nicht unterschätzen, ja, das kann halt wirklich passieren. So, und wie sieht es jetzt mit dem Temperaturbereich aus? Das ist zum Beispiel irgendwie ein ganz wichtiger Punkt bei LFP-Zellen, denn die sind dafür bekannt, dass sie im niedrigen Temperaturbereich nur noch schlecht funktionieren beziehungsweise gar nicht mehr genutzt werden dürfen. Also Entladung ist bis minus 20 Grad möglich, aber auch nicht ratsam. Und nach dem, was ich gefunden habe, sind LMFP-Zellen nicht wirklich viel besser. Laden unter 0 Grad ist bei beiden nicht mehr erlaubt, also da ist 0 Grad die Grenze, soweit ich das finden konnte. Und wenn man es trotzdem macht, dann würde die Zelle je nachdem auch schwere Schäden nehmen. Beim Entladen darf aber laut meinen Quellen bis auf minus 30 Grad gegangen werden. Also hier wäre LMFP ein bisschen besser. Allerdings auch mit stark verminderter Kapazität. Auch der maximale Temperaturbereich liegt bei der LMFP-Zelle ungefähr 10 Grad höher. Ich persönlich würde aber dazu raten, halt die Zellen wirklich im Wohlfühlbereich zu betreiben. Also das heißt so bei 25 Grad tatsächlich, also Raumtemperatur. Und nicht viel höher zu gehen als 40 Grad, zumindest nicht für eine längere Zeit. Und auch nicht, also wirklich auf gar keinen Fall unter 0 Grad gehen, besonders nicht, wenn ihr ladet, denn da ist die Gefahr von Schäden einfach sehr, sehr hoch. Und wenn ihr das macht, werdet ihr der Lebensdauer der Zelle auf jeden Fall sehr stark schaden. Also hier bitte aufpassen. Im E-Auto muss man das natürlich nicht, dafür ist das Temperaturmanagement im E-Auto dann natürlich zuständig, dass es in der Regel dann auch automatisch macht. So, in Zukunft werden wir vermutlich noch deutlich mehr von dieser Zellchemie hören, denn es ist eine sehr spannende Zellchemie, die zwischen LFP und NMC steht. Und es ist einerseits super günstig, relativ sicher, dabei aber auch langlebiger als zum Beispiel NMC-Akkus und hat auch eine höhere Energiedichte. Es dürfte zumindest in einigen Segmenten der LFP und der NMC-Zelle den Rang ablaufen. Wobei ich halt wie gesagt habe, dass aktuelles noch so zu sein scheint, dass es sehr, sehr starke Probleme gibt mit der Degradation, besonders am Anfang. Hier scheint es also noch einen Entwicklungsbedarf zu geben, aber die meisten Forscher bzw. Arbeiten, die ich jetzt hier gesehen habe, waren eher positiv gestimmt. Letztlich wissen wir das aber nicht. Ja, also dürfen wir gespannt sein. Es passiert da auf jeden Fall was und die Zelle ist, glaube ich, doch relativ nah kurz vor der massenhaften Nutzung. Aber am Ende werden wir es sehen, wenn es dann wirklich soweit ist, wie das bei Batterien leider immer so der Fall ist. Bis dahin macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.